Yo, Peace Leute und willkommen zum siebten Part von Game of Thrones. Im letzten Part haben wir Episode 2 beendet mit einer wunderschönen Endsequenz. Und wir drücken auf Fortfahren. Jetzt kommt erstmal ein kleiner Abspann mit sehr schöner Musik. Am liebsten würde ich sie gar nicht überspringen wegen der Musik, aber es ist ein Display und daher werde ich mal sagen, schöne Musik, aber tschüss. Tut mir schon fast eine Seele weh. War ein sehr, sehr schönes Lied. Sehr, sehr schön. Hat super gut Staffel 2 beendet. Ich muss sagen, also mit Staffelenden, Hot Telltale Games ist mal wieder raus. Das erste war mehr so ein Schock, so what the fuck. Und das zweite war einfach wunderschön. Wir beginnen Folge 3. Dracarys, Daenerys Targaryen. Ein Drache. Wenn wir es jetzt also mit Drachen zu tun haben, sind wir etwa in Skyrim angekommen. Und werden dort unser Schicksal weiterführen. Erstmal Kopfhörer richten. Bisher bei Game of Thrones heißt, ich bin mal wieder ruhig und hoffentlich genieße den Zusammenschnitt, das bisher passiert. Ich bin sicher, dass es keine Probleme gibt. Lord Whitehill wird eine Garrison von 20 Männern in deinen Wäldern installieren. Du hast einen Mann, den du vertraust? Mein Sohn, Griff. I suppose the Crown could be persuaded to secure Ironwood from House Forrester. Lady Margaery might not look favorably on such an alliance. And it would infuriate Cersei. Although what would be amusing for me might prove rather dangerous for you and your house. Father, I'm going to kill you. Is that so? I'm glad I found you, my boy. It's been far too long. Who the fuck is he? My uncle. Roderick? Roderick, by the gods, it is you. Sir? Fetch the maester, hurry! Fetch the maester! Let her go! The Lost Legion won't stop until you and your friend are dead. Und damit beginnen wir Episode 3. She'll come back. Heißer Sonnenschein. Wir sind also in der Wüste. Wahrscheinlich mit Asher, genau, und seinem Onkel. She's costing us time. It's just that we need to get to Meereen. Every day we lose here is a day that Talia or Ryan could be hurt or worse. You must return home safely, Asher. And, well, you have a history of putting your faith in women who may not deserve it. Aber da kommt sie im genau richtigen Moment. Veshka ist eine Freundin von mir. She's my friend, Uncle. She's been at my side for a long time. Was it them? Servus. The Lost Legion. Aye. Too many things to take. I counted about 24 maybe more, as well as horses. Ah, half a mile down the canyon and coming fast. Had to run my ass off to avoid getting caught. Erstmal ein Schlückle. Nearly empty. You two care if I finish it off? It might be a while before we find more water. Du hast es verdient. Dying though. Nah. Drink up. Thanks. Natürlich, ich meine, sie hat's spioniert und ist wie eine Besessene gerannt. Right. Daher soll sie das letzte Wasser haben dürfen. Wir werden hoffentlich bald Neues finden. Sonst wäre das eine kritische Situation. Ich meine, sie ist eh schon kritisch, aber dann wäre sie noch ein Stückchen kritischer. Ja, das hätte ich tun sollen. Sie hat eigentlich schon recht. What a prick. Yeah. And now he and 30 of his friends are nearly up our arms. Lovely, Veska.
Ja, jetzt übertreib doch nicht hier. Laber mich nicht zu. Wir müssen einfach schnell machen. Oh, das sieht mir nach Sackgasse aus. Can we double back? Nee. Hab mir schon fast gedacht. Bin schnell hier unterwegs. During severe winters, when the Skahazadan floods, it carves out great underground rivers in the sandstone. And when those waters recede, those rivers become caves. And those caves might hide us, if we can find them. I mean, we're trapped for the moment, but all I'm saying is we needn't die. Was denkst du, Beska? Standing our ground. Beska, what do you think? Ja, er hatte schon recht. Er hat schon eine gute Idee vorgeschlagen. Nun gut. Wir können hier mit Malcolm sprechen. Das möchte ich doch auch gleich mal tun. Not yet. What's on your mind? Wir müssen alle zusammenarbeiten. So much riding on this. Talia, Ryan, your mother. You and I are supposed to return to Westeros with a sellsword army, and I haven't the faintest idea how we're going to pull it off. So, if I seem a bit moody, that's why. Schon verständlich. Beska hat ihr Leben für uns riskiert. Beska came back. She risked her life out there for us. You trust her now? This may sound harsh, but Beska's immaterial. I have to put you first. You are all that matters to me, Asher. Auch verständlich für ihn, aber genau. Woher weißt du von diesen Höhlen? About the floods and the caves. I read all about Essos on the voyage over. Histories of Marine, histories of Slaver's Bay. I just hope it pays off. Let me know if you find anything. Okay. Ich möchte, bevor ich versuche zu klettern, was eh nichts bringen wird, mit Beska reden. Das sollten wir doch auch können. Beska. Servus. Vielen Dank, dass du uns begleitest erstmal. Thank you. I realize this isn't your fight. Ja, das ist echt. Ein sehr, sehr schöner Move von ihr, dass sie mitkommt. Ah, da grinst sie ein bisschen. Ja, to get a shield of dead. Hat sie das gesagt? Keine Ahnung, wie sowas. Malcolm ist gar nicht so übel. Malcolm's all right, I promise. He practically raised me. You know my father and I didn't get along. Well, he's an odd one. Erstmal richtig hinsetzen hier. He has a lot of things on his mind. The right things, I hope. Weißt du noch etwas über die verlorene Legion? Well, obviously they hate you. Oh, ja, das hätte ich fast schon selber hin. Genau. Die sagen immer meine Worte. Ich glaube, ich bin das Spiel. As an initiation. Flay the skin right off. Looks like they're inside out. That's why they wear those helmets. Kranke Typen. That's a load of horse shit. Machen wir auch, oder? Beska, if you see anything. Ach, dann nickt er einfach nur, denkt sich. Ja, Mann. Versuchen wir mal zu klettern, das kann ja was werden. Ja, komm. Ist das etwa... Warte, ich wollte, das wäre vielleicht eine Höhle oder so. Können sich Steine noch ansehen. Nicht drüber klettern. Either will be slow. Tricky. One wrong move and the whole thing could collapse on us. Aha, da hat er recht. Ist hier die Mauer, können wir uns noch ansehen. What do you think? Could we climb out of here? Pretty steep, Asher. And we'd be totally exposed if your friends arrived before we reach the top. Ja, wenn sie irgendwas Bogenartiges dabei haben, wären wir tot. Und zwar sicher tot. Well, we can't stay here, waiting for your butchered friends to call. Ist hier eine Leiche, die sich wahrscheinlich ebenfalls in die Sackgasse begeben hat. Sie hat es aber nicht geschafft. Ich höre Wasser.
That's water. Aha. Das heißt, irgendwo hier in der Nähe muss eine Höhle sein. Suchen. Look at this. Gold. Ja, das bringt uns jetzt nicht so viel. Nimm das mit. Ja, wir können schon brauchen. Ja, das hat jetzt uns eine Sekunde gekostet, aber dein Gespräch hat jetzt uns 10 gekostet. Sie kommen rein in die Höhle. Rein da. Come on. Sie wissen jetzt, dass wir hier reingehen. Aber wir haben den Vorteil, wenn sie hier durchkommen, könnten wir sie direkt erschlagen. Genau. So. Okay. Got it. So, jetzt sind wir also in der Höhle des Löwen. Ein Kadaver. Ist ein Hund? Oder nee, eine Ziege oder so. Ein Hund mit Hörnern. Wahrscheinlich eine Ziege oder sowas. Gehen wir da durch. Okay. Ein Zahn? Säbelzahn, Tigerzahn oder sowas? Oder eine Drachenklaue? Guten Morgen. Herr Drache. Ich möchte Ihnen von meinen Rechten berichten. Und zwar haben Sie das Recht zu schweigen und sich dahinter zu halten. Halt dich dahinter. Wir ziehen uns zurück. Jetzt irgendwie Stress anzufangen, wäre blöd. Okay, tschüss. Herr Drache, ich habe meine Rechte. Nein, nein, wir schlagen nicht zu. So müssen wir. Wenn wir jetzt sterben. Aber ich will nicht unbedingt zuschlagen. Das würde ihn nur noch aggressiver machen, schätze ich mal. Und töten. Ja. Ein viel größeres. Entschuldigung. Stoß zurück. Oh, das ist der Drache. Das ist unser Drache. Zack. Hui. Die Idioten. Da wird das Eisen auf eurem Kopf richtig schön heiß. Nee. Du nicht mit deinem Crossbow. Zack, Junge. Das haben wir allerdings keine Waffe mehr. Ich habe extra den Drachen nicht angegriffen. Jetzt macht ihr's. Und jetzt müssen wir uns entscheiden, wen wir retten. Ja. Wir retten unseren Onkel. Unser Onkel ist nämlich in einer kritischen Situation. Nein, das war eine Lüge. Ich will einfach nur unserem Onkel helfen, weil unser Onkel uns erzogen hat und... Oh, shit! Komm. Die ist bestimmt ein bisschen pisst auf uns. Komm schon, hoch mit dir! Flieg, Drache, flieg! Sei frei! Doch lass uns bloß in Ruhe. Ich glaube, da würde jetzt so ein Kopfsprung in den Sand machen. Das wäre schon ziemlich witzig gewesen. Sagenumwobener Anblick. Ich wollte gerade sagen, das Spiel hängt. Das hätte mich jetzt aber schon ein bisschen verstört. Nein, tut es nicht. Kann ich das eigentlich überspringen, das Intro? Weil das haben wir schon 5-mal gesehen. Ja, nee, können wir nicht. Schade. Nun gut, dann gucken wir uns das halt nochmal an. Die Musik ist sehr schön.
Die Musik ist ja immerhin sehr, sehr schön. Untermalt das Ganze super gut. Aber trotzdem haben wir schon 400 gesehen. Ja, okay, zweimal. Aber zweimal ist kein Mal zu viel. The Wall, wo Garrett gerade ist. Bin ich auch gespannt drauf, was da noch so abgehen wird. Bay of Eyes. Iron Wrath. Ja, da wollen wir mehr, ein bisschen mehr rennen. Da wollen wir jetzt gerade hin. Wir sind auf dem Weg dorthin. Game of Thrones, yeah. Boom, 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 Explosion. Wo ist die Explosion? Folge Nummer 3. Das Schwert in der Dunkelheit. So, wen spielen wir denn jetzt? Ich tippe auf Mira. Nein, Tuttle. Garrett Tuttle. An der schwarzen Festung immer noch natürlich. Sorry, Lot. Gather round. We're handing out assignments today. Oh, Aufgabenverteilung. Schön. Garrett. We'll be men of the watch before nightfall. Right. Sorry. No hard feelings over that business with Finn, yeah? I appreciate you not ratting me out over the knife. It's nice to know that there's at least one brother I can trust. Dafür sind Freunde da. Me otherwise. I wouldn't be much of a friend if I did. I wasn't much of a friend for dropping you into the mess in the first place. Sorry about that. It won't happen again. Well, aren't you two sons of whores looking thick as thieves? Having a good laugh over nicking my knife, eh, Garrett? Ja, schon. Men like you turn traitor for nothing. It's in your blood. Ich hab dir nichts gestohlen. I didn't take anything from you. No, but you protected the bastard who did. Ja, auch nichts getan. You're an asshole, Garrett. You're just a fucking... Das Geschehe... Nein, es reicht. Oh, would you let it go? I've had enough of your shit, Finn. Back off, Garrett. Finn, leave him alone. It wasn't Garrett's fault. If you're gonna hate someone, hate me. With pleasure. Now, it doesn't matter what the world once called you. After today, you're all brothers. Finn nicht. Could even Danke. Be that the man standing next to you saves your life one day. Or maybe you'll save his. Finn's nicht. Let's find out then, shall we? Casper to the builders. Finn to the rangers. Eric to the stewards. Hugh to the rangers. Cotter to the builders. Und wir? And finally, Garrett to the rangers. Yeah. That's it. Wir sind bei den Grenzern, bei den Rangers, allerdings mit Finn. There we are. I'll be patching up the wall, and you'll be defending it. Should you northern boys want your Passiert, ich bin halt ein krasser Typ und kann gut kämpfen. Du halt nicht, du hast dir mit einem Crossbone einen eigenen Fuß geschossen. Now form up, follow my lead. Yes, sir. Boah, da wurde aber kurz die Violine laut, hey. Auf dem Eis unterwegs. Sieht echt aus, als ob sie ein bisschen so aus, als ob sie in Zeitlupe laufen, so. Garrett, it's good to hear you'll be a ranger. Servus. Thank you. Ich kenne ihn noch. I know you wanted this. Ready to say my vows. Was guckst du so? Du Pisskopf. I didn't have many friends when I first arrived at Castle Black. Grin and Pip, they'd as sooner see me bloodied in the yard than offer a hand. Now, I'd die for either of them. Vielleicht passiert es ja mit Finn auch noch. All we have. Finn. Shows you what kind of ripe fools are running this place. I can't believe they made you a ranger. You're not fit for the job.
Wir sind jetzt Brüder. Like it or not, we're brothers now. Means we're gonna have to get along. Don't count on it. You wouldn't even be here if you didn't have Snow leading you by the hand the whole way. Ich könnte dir helfen. I'd keep an eye out for you if you weren't such an ass about everything. You don't give a shit about me. Da hast du recht. Gives a shit about me. Oh, jetzt wurde depressiv. Do you know how many rangers I never heard from again in these parts? And I'm about to become one myself. All alone out here. Keiner wird dich vermissen. Es ist nicht schlimm, wenn man Angst hat. It's all right to be afraid. Keeps you alert, keeps you from being too confident. Like the next time we fight. Aber das war mies, keiner wird dich vermissen. I remember how hard it was to put you down. I suppose you're right. You want a different assignment, because I hear they need someone to clean the shit house. See, that's why I got so fucking mad at you, Garrett. You're the closest thing I have to a friend. Haben wir es mit Finn ein bisschen ausgesehen? Das freut mich natürlich, denn Finn kann uns gut den Rücken stärken. Ich meine, der ist breiter als drei Türsteher. You handled that well, Garrett. Dankeschön. They say the old gods watch us through the weirwoods. More than watches. They know us. The gods are not. Ich kenne sie auch. Ich war mit denen mal früher einsaufen. We brothers have to be. Ja, ich habe Finn vergeben. Noch nicht ganz, ist immer noch so ein kleines Arschloch, aber wenn er vor kurzem sterben will, würde ich vielleicht sagen, ja, okay, ich helfe ihm. Ich brauche keinen zurück. Now go. Take your vows. Unseren Eid ablegen. In the eyes of the old gods, the Night's Watch offers you a place beside us. Now say the words for all to hear and embrace us as your own. Okay. Wenn also vor diesem Baum. Wow, das sieht geil aus. Vor allem alle Bäume, also keiner sticht raus, alle grün mit weiß bedeckt und dieser rote Baum hier. Dem Gesicht reingeschnitzt. Von göttlicher Hand vielleicht. Das sieht schon geil aus. Das hat was. Oh, und er weint. Blut. Hört meine Worte, bezeugt meinen Eid, die Nacht zieht auf und meine Wacht beginnt. Hear my words and bear witness to my vow. Night gathers and now my watch begins. Sie soll nicht enden vor meinem Tod. Ich will keine Frau nehmen, kein Land besitzen, keine Kinder zeugen. Ich will keine Kronen tragen und keinen Ruhm begehren. Ich will auf meinem Posten leben und sterben. Ich bin das Schwert der Dunkelheit. Ich bin der Wächter auf den Mauern. Ich bin der Schild, der die Reiche der Menschen schützt. Ich widme mein Leben und meine Ehre der Nachtwache in dieser Nacht und in allen Nächten, die kommen. Damit haben wir unseren Eid abgelegt. Ich natürlich auch, das habe ich mitgesprochen. Rise now as men of the Night's Watch. Welcome to your new family, Garrett. Dankeschön. Servus. Ah, erstmal ein Saufen, oder? Also, jetzt haben wir unseren Eid abgelegt. Jetzt können wir schon mal ein bisschen ein Wein kippen. Brüder. We're men of the watch now. Means we get to piss off the wall whenever we want. Didn't know you needed an excuse to play with yourself, Finn. Garrett, you've got a visitor. Over there. Wer besucht mich denn? Do I look like your fucking squire? Ja. Wer besucht mich denn hier? Ein Schmied. Kann er uns vielleicht irgendwas herstellen? Irgendwas krasses? Hey, Bro. Wie wär's, wenn du mir eine Klinge schmiedest, die selbst einen Amboss zerstört? Ich hätte mir jetzt gar nicht angefangen, ich hatte einen Amboss gesehen. Und ein Schwert, das einen Amboss zerstört, wäre schon krass.
Schleifstein. Das heißt, wir kennen uns damit schon ein bisschen aus. Ah, unser Besucher. Duncan. Der Hüter. Warum bist du hier? What brings you here? A business with the Night's Watch. A delivery of Ironwood shields to keep you all out of harm's way. Sehr schön. That settles it then. Aye, the delivery looks in order. Oh, the gods do grant miracles. You look well, nephew. Dankeschön. I'm told you're a ranger. Du auch, verdammt Bart. That's good. Uncle? Things aren't going well at Ironwrath, Garrett. I know. I heard the news about Ethan. I was standing not 5 feet from him when Ramsay struck. It's a nightmare that plagues my dreams. But House Forrester is nothing if not resilient. Our house has survived for centuries. Kann ich helfen? Let me help, Uncle. I can't just sit here at the wall while our enemies are circling Ironwrath. That's why I'm really here. Er will uns also wahrscheinlich zurückbringen. Lord Forrester's last words to you? Ja. Dem Nordhain. Der Nordhain darf nie verloren gehen. Schütze den Nordhain. Must never be lost. Indeed. But first, it must be found. I've been reading his journals, scouring the legends for any clue what Lord Forrester knew. I think I've found the answer. Heraus. He describes a fortification, a protected citadel of sorts, hidden from the world, one filled with great power. It was scattered among his notes, almost an obsession. Liegt sie nördlich der Mauer? A secret he protected at all costs. And you think it's north of the wall? His notes suggest as much, and you must find it, Garrett. The search won't be okay. Easy, but you're a Tuttle. Our Lord knew you wouldn't fail him. Wie finde ich sie? Das mit dem Eid war ich auch gut, aber. That's not a lot to go on, Uncle. How am I supposed to find it? Ich will erstmal alle Infos haben, erstmal. Und dann entscheiden. Take it. And then? You leave the Night's Watch behind. Strike out on your own. This is no small request I make. I know that. Das wäre das. Das wäre Desertation. Uncle, that's desertion. The Night's Watch execute men who desert. I know. I wouldn't ask this of you if there was another way. Oh, man. This will help guide you. I found it hidden in Lord Forrester's strongbox. Das ist eine Karte wahrscheinlich. Oder so etwas in die Richtung. A page from our Lord's journal. But one he tore out and kept separate. Der Baum. I don't know. It's a map. The North Grove. Aye. Diesen Baum, den kennen wir. I used to be frightened of weirwood trees. Well, before I was a man grown. I swear, I actually could hear them whispering sometimes. Was haben wir hier, die Notiz? Lesen wir die mal. Dragon. Gods be good. Now that I would love to see. Hier haben wir noch eine Markierung. What is it, Garrett? Talia gave me this. Before I left. Oh. Wait. Lord Forrester gave Ethan a similar one as well. Roderick too. I wonder. Book Queen. He said it was a citadel of some kind. Could this be it? No. No, it couldn't be that easy. It's hidden here somewhere. Hear the redwood. Hear the werewoods whisper. Müssen wir mit dem Amulett. Look. There's a clasp. Ah. It must open. Dann tu das. Vielleicht hat uns Talia deshalb das mitgegeben und sie wusste vielleicht davon. Another werewood. Oh. But why? Maybe it's a key to solving the map. Verwenden wir mal die Halskette. Links oder nach rechts? Drehen wir nach. So.
weiter. Noch eins. Wir hätten es auch einfach nach links drehen können. So müsste es eigentlich richtig sein. Maybe it's telling us where to look on the map. Jetzt mal hier drauf gucken. Eben nach links drehen. Nach rechts drehen. Dreh's erstmal komplett rum. Er wird dann schon was sagen, wenn es richtig ist. Oder vielleicht sehen wir es ja auch. Ja. That doesn't look right. Maybe try another. Versuchen wir den hier. So, drehen. Einmal eine ganze Runde. Und hoffen, dass wir vielleicht dort das finden, was wir suchen. No, no. That doesn't seem to work. Eine Markierung haben wir noch. Das war diese hier. So. Dreh. Das passt. Das passt perfekt. Oh. It's the whole map that has to turn. Aye. Aye. Werewood's mouth. Was? Whatever this place is. The North Grove must be. Ach so, der, ach so, ich dachte, ach so, der Mund, ah, jetzt verstehe ich das. Auf der Karte der Mund, also der Mund von der Halskette. Ich dachte, das ist in dem Mund von dem Baum, wo wir unseren Eid abgelegt haben. Ich werde tun, was ich kann. It's no small task. I'm still just a squire. I know what I'm asking of you. But I know you're up to the challenge. Wir haben den Eid eigentlich geschworen. God's watch over you. You're the son I never had. Let's go, Gary. Dankeschön. Okay, wir müssen auf nach oben. Und da zieht unser Onkel von dannen. Probably like little shards or something. Es ist echt blöd, ne? Wir haben halt eigentlich den Eid geschworen und ein Eid brechen ist jetzt nicht gerade ehrenhaft. Laufe ich eigentlich gerade lang? Ich habe mich komplett falsch. Aber natürlich für unser Haus hat es extreme Wichtigkeit, schätze ich mal, dass wir diesen Nordhain finden. Sonst wären das nicht die letzten Worte unseres Lords gewesen. Looked like you two had a lot to talk about. Must have been important to come to Castle Black. Eisenholzgeschäfte. They sell ironwood to the builders. So you were just talking about lumber all that time. It looked like it gave you something. It was nothing. Let's go and celebrate. Celebration. From your brothers, eh? Garrett's right. The wall's gonna melt before we get up there. Come on. Celebrate good times, come on! Zu mit dem Gitter und ab. Nach oben. Auf die Mauer mit unseren Brüdern. Hoffentlich wird dort nichts Schlimmes geschehen. Wie etwa ein Unfall. Jemand fällt ganz zufällig die Treppe runter. Ich spiele wieder Mira. Aber du bist ruhig, Mira, denn wir machen das erst im nächsten Part. Ich hoffe, euch hat dieser Part von Game of Thrones gefallen. Wenn ja, dann lasst einen Daumen oben da. Schaut in die Playlist auf den Kanal vorbei, wenn ihr Bock auf mehr habt. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns hoffentlich im nächsten Part wieder. Peace up und haut rein.